Also mein Name ist Adi Schapfer, bin Hopfenbauer in der vierten Generation. Der Betrieb hat knapp 90 Hektar insgesamt, ein bisschen Forst, ein bisschen Ackerbau noch, aber 74 Hektar davon sind Hopfenbau. Die Erntetechnik, die muss einfach funktionieren. Die Maschine muss laufen, die muss prozesssicher sein. Und was uns ganz wichtig ist, dass schonend zupft ist und dass nachher das Produkt sauber ist. Was aber auch wichtig ist für uns, ist einfach der Service und das Kümmern rundherum. Und das haben wir eigentlich in guten Händen. Das ist nicht die erste Wolfmaschine, die wir haben, sondern wir haben schon 6 gekauft mittlerweile. Und das haben wir immer recht gut bedient worden. Das, was uns auch noch wichtig war, dass wir eine Maschine haben, die man in der Halle leicht unterbringt und die dann die Möglichkeit auch noch gibt, später, wenn man mal eine Erweiterung hat, vielleicht noch eine zusätzliche Reinigung, dass man die Maschine noch erweitern in Modulbauweise. Das ist einfach ein riesen Vorteil, Mann. Also wichtig war uns, dass wir mit den gefederten Fingern schonende Pflücke haben und dass uns aus dem Pflücker schon mit der Vorentnahme einfach ganz viel Hopfer entnommen wird, der sauber rauskommt und einfach gar nicht in den Nachpflücker-Stabhicker oder Reinigung, Windreinigung vorbei muss. Und das ist wichtig und in der Reinigung haben wir das Gleiche wieder mit der Vorentnahme, sodass wir einen Großteil des Hopfens der Menge schon rausbekommen, bevor er in den Wind reinkommt. Also die Maschine leistet bis zu 1000 Reben, haben wir bei der einen oder anderen Sorten voll probiert und hat es problemlos geschafft. Natürlich gibt es ganz schwere Sorten, wo man ein bisschen reduzieren muss in der Leistung, aber insgesamt voll überzeugend und passt. Der Starpicker, der in der Maschine eingebaut ist, der ist hervorragend, der ist leistungsstark, er macht keine Störungen und er ist sehr pflegeleicht. Er braucht nicht putzen, er zupft schonend, also funktioniert einwandfrei. Also die Aussichten für den Hopfenbau in der Hallertau und in ganz Deutschland sind meines Erachtens gut. Wir sind gut aufgestellt, die Betriebe sind fit, die Betriebsleiter sind gut, junge Betriebsleiter kommen nach und Technik haben wir vor Ort, sodass man nicht Angst haben muss um die Hallertau, dass da was nicht weitergeht. Wir können ein Signal in die Brauwelt oder in die Brauindustrie rausschicken, dass Hallertau Hopfen für die Zukunft auf jeden Fall gibt und Deutschen natürlich auch.